Dann können wir gleich mal gucken, wo hier ein bisschen was versteckt sein soll. Oh, eine Bienenstatue. Geil. So, dann hau ich mir mal. Was hau ich mir denn mal weg hier? Komm, die werden wir nie wieder sehen. Also ich werde die sozusagen nie nehmen, weil erstens sind sie schwach und zweitens, ich habe da echt keine Verwendung dafür. Und hey, da haben wir wieder eine Blume. Lup. Hier, die Dayblumen-Seeds können wir auch mal weghauen. So. Weiter geht's. Hier runter. Hier ist natürlich nichts, war klar. So, weiter geht's. Da drüben sind die Lizard-Truhen. So sehen die aus. Konnten wir jetzt gerade schön kenntlich sehen. So, ich mach mal den wieder aus. So. Na los, komm. Oh. Ja, ihr merkt es schon, dass die Tastatur zum Beispiel ist jetzt nicht mehr so klapprig. Ich habe die Tastatur jetzt erstmal weggelassen. Ich habe das erstmal noch ein klein wenig wieder umgebaut. Und ja. Ich wollte jetzt einfach mal dieses Klackern aus der Tastatur raus haben. Aber ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, eine neue zu holen. Aber so lässt sich es momentan auch gut spielen. Und es ist ja kein Weltuntergang, falls ich jetzt keine Tastatur habe oder so. Ich habe ja im Laptop habe ich eine, da ich ja mit Laptop spiele. Das ist ja kein Problem. So. Ach komm hier. Blub. Merkt keiner. Den Speer können wir weghauen und machen wir den hier. Was können wir noch weghauen? Was braucht keine Sau hier? Kann ich nicht beschwören? Nein. Komm hier, falls ich mal wieder herkomme. Aber ich denke ich mal nicht. So. Eigentlich müssten wir jetzt zurück und ausleeren, aber ich möchte mal ein bisschen so den Dschungel besser erkunden. Wir haben jetzt schon so oft ja, was auslernen können. Da will ich mal ein bisschen was Aktiveres zeigen. Wir haben jetzt schon eine Sache, die ich hundertprozentig sagen kann, was wir noch nicht kennen. Da ist natürlich wieder eine Kiste. Und da sind Rubine. Da ist eine Kiste. Natürlich wäre es so gut, wenn wir jetzt die Monster sehen könnten. Das wäre dann der Hunterstrank. Aber der ist halt auch ein bisschen selten in den Truhen. Skeleton rennt da drin rum. Es ist so dunkel hier. Was ist denn? Ach, da ist ein Smaragd. So. Ja, komm. So, was haben wir hier drin? Wieder ein Spiegel. Boah, jetzt können wir Spiegel scheißen hier. Aber ich werde bloß wahrscheinlich einen verkaufen können. Die anderen. Die Chester Arrows. Wir nehmen ja Pfeile auch nicht mehr. So dringend. Da hinten geht's auch noch weiter. Boah. Der Dschungel gefällt mir. Wir haben hier Möglichkeiten ohne Ende zu finden. Oh. Gucken wir mal hier um. Blub, blub. So. Man hört das echt an meinem Hals, dass ich ein bisschen erkältet bin, ein bisschen heiser. Ah, jetzt sind hat der Trank seine Wirkung aufgegeben. So. Oh oh. Nein! Tot.
Oh, das wäre fast schief gegangen. Alter. Auweia. Das war echt. Oh, nehmen wir den mal. Platinum Bars kann ich jetzt nicht mitnehmen, doch da. Die hauen wir weg. Gravitationstrank, den finde ich eigentlich ganz lustig. Hey, haben wir einfach mal alles umgedreht. Jetzt ist unten oben. Ah, hier haben wir ein altes, antikes Rüstungsteil, das nehme ich mir mal mit. Ah, hier die Scale Flowers. Sieht komisch aus, wa? Wenn ich jetzt hier auf dem Kopf stehe. Ist auch mal eine andere Perspektive. Na, jetzt ist alles seitenverkehrt. Jetzt muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Ich mache das jetzt mal so lange, bis ich hier. Ups. So ist es auch geil, muss ich sagen. Wir haben jetzt hier, muss ich nicht jedes Mal eine Fackel nutzen. Da geht's nicht lang. Ich mache mal lieber andersrum. Oh, das wird echt auf Dauer wird das echt mies. Wenn man weiß, das ist falsch rum und dann guckt man die ganze Zeit, versucht man den Kopf irgendwie zu drehen, versucht ihn locker zu halten und also hier der ganze Raum ist locker. Durch. Dann gehen wir mal weiter nach unten und schauen da. Ah, hier beginnt die Lava. Nein, wieso? Hä? Sorry, aber warum hat der Trank jetzt gerade keine Wirkung mehr gezeigt? Ich habe die ganze Zeit umgedreht, also wenn man jetzt nach oben gedrückt hätte, hätte man sich eigentlich umgedreht. Ich weiß nicht wieso. Na gut. Ich tue das jetzt hier alles mit einordnen. Da drüben die Kisten, die sind jetzt für anderes Zeug gedacht, falls wir jetzt die Kisten voll kriegen. So. Was? Jetzt haben wir zwar ein bisschen Gold eingebüßt. Den Platin haben wir, glaube ich, auch verloren, aber ist ja nicht schlimm. Dafür tun wir jetzt mal den hier killen. Na los. Kommt er so oder so? Ach komm. Ah, wieder nichts Gutes bekommen dabei. Naja, nicht schlimm. Nur die Crimsons, die Zeit sind. Ah, nee, ich will den da gerne. So. Hier aber nix. Könnte ich die einordnen und hier könnte ich die einordnen. Genau. So was, ich werde mal die hier. Tschüss. Glücksnick. Ach, Mist. So. Dann gehen wir nochmal los. Wir gucken jetzt mal ein bisschen an der Oberfläche nach. Ah, ich muss ja noch alles aktivieren. Unseren Fisch haben wir jetzt leider nicht mehr. Unser Begleiter. Ah, wir schauen mal ein bisschen weiter rum, was wir so noch finden. So. Wir haben schon wieder fast eine ganze Stunde hinter uns. Also, ja, also nochmal zurückzukommen auf die PlayStation 4 und PlayStation 1. Die Spiele, ich muss sagen. Sowas gibt's echt wenig. Weil wenn man mal so die Spiele anschaut, man hört auch wenig Werbung. Da wo die Xbox One alles rauskam, die haben ja Werbung gemacht ohne Ende. Kauft, 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 kauft. Und jetzt? Für PlayStation 3, für Xbox 360. Da frage ich mich, wo der Sinn dahinter stecken soll. Auf jeden Fall, da muss ich echt mal sagen, da fehlt ein bisschen die
Ja. Eigene Sache. Und hier ist ein Meteor eingeschlagen. Ich gehe nochmal zurück. Da verfolgt mich was. Hilfe. Nee, ich gehe erstmal in die Oberfläche und schaue da erstmal nach. Was? Ich brenne nicht mehr. Den haben wir auch tot. Weiter geht's. Ich würde gerne nochmal in der Wüste gucken, ob es hier noch eine Wüste gibt. Das wäre nämlich noch ein Highlight zu sehen. Aber mal sehen, vielleicht finden wir es ja. Ah, hier haben wir noch eine Wüste. Aber wie es aussieht, kein. Nee. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Nie haben wir hier eine Pyramide zu sehen. Sonst finde ich immer zwei, drei Stück. Jetzt finde ich gar keine. Ich gehe noch mal weiter hinter. Vielleicht finde ich da noch eine. Aber es sieht schlecht aus. Ah, hier kommt noch mal eine Wüste, aber die ist schon befallen. Kommt noch mal so ein Teil. Und hier fangen schon die Palmen an. Okay. Face Monster. Ja, ist gut. Aber wenn sie sterben, hören sie sich genauso an wie Zombies. Haben wir hier noch ein bisschen was, was wir brauchen können. Loot. Oh. Dann ist nichts mehr. Nein. Oh, fuck, 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 fuck. Das sieht nicht gut aus. Na los, komm. Und geschafft. Yay. Das war knapp. Autsch. Nerv nicht. Oh, dann gehen wir mal hier in die Höhle des Löwens. Mal sehen, vielleicht finden wir die eine oder andere Sache noch. Ich werde auch nochmal den Boss hier killen. Und ja, dann könnten wir eigentlich in der nächsten Aufnahme schon fast runter in den. Ah, wir haben wieder einen guten Potion hier. Lup. Jetzt muss ich kein Licht mehr machen. Hey, ich bin runtergefallen. Fast. Ich werde jetzt erstmal die Herzen hier zerstören. Und Meteorit ist gelandet. Cool. Also wenn man die Teile hier wirklich zerstört, dann kommen wirklich Meteoriten. Ja, ist gut. Rotten Fork. Ich mache das jetzt erstmal ohne Fackeln. Okay, ohne Fackeln ist gut. Jetzt kommt das Brain of Cthulhu. Unten ist es. Ich bleibe nämlich einfach hier stehen. Tu einfach die Augen kaputt machen. Na los, komm. Einfach stehen bleiben.
Ja, haben wir schon besiegt. Ja, jetzt müssen wir natürlich hier runter. Ah. Und los geht's.